Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. Und heute reden wir über die fünf leckersten Spezialitäten aus Hamburg. Viel Spaß! Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Ich liebe Essen, ich liebe leckere Gerichte und Hamburg hat sehr viele tolle Gerichte. Ich werde dir die fünf Gerichte nennen, die ich als erstes essen werde, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht alle probiert jetzt, aber wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, dann werde ich sie probieren. Erstmal ein paar allgemeine Informationen zur Hamburger Küche. Nun, in Hamburg kocht man oft mit Obst. In der berühmten Hamburger Aalsuppe sind zum Beispiel Backpflaumen. Als Nachtisch isst man in Hamburg oft rote Grütze. Kommen wir nun zu den fünf Spezialitäten. Spezialität Nummer 1. Das Fischbrötchen. Fischbrötchen enthalten Bismarckhering, Matjes, Brathering, Rollmops oder Lachs. Es gibt viele unterschiedliche Variationen. Es gibt auch Fischbrötchen mit Meeresfrüchten, zum Beispiel mit Krabben. Außerdem fügt man Zwiebeln und saure Gurken hinzu. Meiner Meinung nach schmecken Fischbrötchen sehr, sehr lecker. Ich liebe insbesondere Lachsbrötchen. Ich finde, sie schmecken richtig, richtig gut. Ich bin selber im Norden aufgewachsen und jedes Mal, wenn wir am Hafen waren, haben wir leckere Fischbrötchen gegessen. Spezialität Nummer 2. Franzbrötchen. Franzbrötchen sind sehr typisch für Hamburg. Es ist ein süßes Gebäck, das mit Zimt und Zucker gefüllt ist. So wird das Gericht traditionell hergestellt. Es gibt aber auch Variationen mit Rosinen, Schokoladenstückchen, Äpfeln oder Mohn. Das Franzbrötchen ähnelt dem Croissant und daher kommt wahrscheinlich der Name. Das Franzbrötchen ist ein Gebäck, das einem anderen französischen Gebäck ähnelt. Ergibt Sinn. Die dritte Spezialität sind die Pechkekse. Mir wurden freundlicherweise ein paar Pechkekse zugeschickt. Und zwar sehen sie so aus. Ja? Es sieht aus wie ein Glückskeks, nur dass er schwarz ist. Ja? Und wie ein Glückskeks enthält auch ein Pechkeks eine Botschaft, eine Nachricht. Ups. Und hier steht aber keine inspirierende Botschaft, sondern ein bisschen schwarzer Humor oder eine scherzhafte Beleidigung. Hier steht zum Beispiel: Wenn dir ein Stein vom Herzen fällt, landet er direkt auf deinem Fuß. Oder bei einer 50-50-Chance entscheidest du dich in 9 von 10 Fällen für die falsche. Oder, was gibt es noch? Du würdest dich doch auch über den Lärm beschweren, wenn das Glück bei dir anklopft. Du hast es nicht leicht, aber das hast du dir auch verdient. Und zu guter Letzt, Lohnerhöhung kannst du vergessen.
Ja, also das sind so ein paar scherzhafte Beleidigungen, ein paar uninspirierende Botschaften. Und in Deutschland und auch gerade in Berlin mögen wir auch scherzhafte Beleidigungen. Das ist in einer gewissen Art auch typisch deutsch. Ja, auf eine gewisse Art und Weise ist das typisch deutsch, dieser sarkastische, schwarze Humor. Ja, das waren die Pechkekse und sie schmecken, wie gesagt, auch sehr, sehr lecker. Sie schmecken eigentlich genau wie Glückskekse. Die vierte Spezialität ist das Rundstück warm. Rundstück ist Norddeutsch für Brötchen. Und das Rundstück warm ist ein Schweinebraten zwischen zwei Weizenbrötchenhälften. Man kann das Rundstück warm bequem als Imbiss essen. Das Rundstück warm wird auch mit Bratensoße und Senfgurken als Beilage serviert. Man vermutet, dass das Rundstück warm ein Vorgänger des Hamburgers ist. Aber das ist nicht ganz sicher. Und damit kommen wir zur fünften Spezialität, dem Hamburger. Den Hamburger kennen wir alle. Entweder wurde er in Hamburg erfunden oder in den USA. Vielleicht schmeckt der Hamburger in Hamburg ja besser. Wer weiß. Ich werde es auf jeden Fall herausfinden, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin. Und ich wünsche dir viel Spaß und guten Appetit, wenn du nach Hamburg gehst und die Spezialitäten einmal selber ausprobierst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.